Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Platin-Video. Wir hatten ja von Breakout Gaming schon ein paar. Jetzt habe ich hier Dead Racing in einer Arcade Edition oder so. Keine Ahnung, jeweils ist das ein anderes. Challenge Mode war das, genau, da oben stand's. So, hier beim Starten einfach links gedrückt halten, also auf dem Steuerkreuz links und dann mit X bestätigen. So, jetzt sind wir hier unbesiegbar und können hier 40 Fahnen holen. Beim ersten war ja so, da konntest du ja dann so machen, dass du zwischen die Löcher gefahren bist. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. So, jetzt 40 Fahnen müssen wir holen, oder 50? 40, glaube ich, waren es. Habe ich schon? Ja, ich habe schon. Ja, ich mache mal sicherheitshalber noch die 50. Weil da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber wir kriegen jetzt noch kein Platin, wir müssen nämlich noch eine holen. Gut. Beschließen. Ich habe nämlich die Trophäe, die wir jetzt holen, die holt man eigentlich am Anfang. Also jetzt ohne links drücken, einfach nochmal starten. Und in ein Loch fahren, dass wir sterben. Eigentlich holt man die am Anfang und ja, dann ist man ja wieder im Menü und dann drückt man links und X. So. Und schon haben wir Platin. Innerhalb von 2,5 Minuten. Also wie gesagt, einmal starten, in den Goodie fahren, in ein Loch fahren, dann bei der nächsten Runde links gedrückt halten auf dem Steuerkreuz und dann X zum Bestätigen, dass man spielen will und dann ist man unverwundbar und dann kann man ganz einfach die 40 Verlangen holen und dann hat man Platin. Fertig. Ganz kurz und knapp mit Video. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen werden Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Von der Reihe gibt es noch ganz viele. Ich werde versuchen, euch die, ich werde euch oben den Platin-Guide verlinken. Da sind die ganzen schnellen Platin-Videos drin. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.